Souveräner zweiter Auftritt in der Best-of-Five-Serie der Wasserfreunde Spandau 04. Ein haushoher, hochverdienter Sieg gegen die Gäste vom OSC Potsdam im Halbfinale 18-5. Das ist meine Ansage. Nur noch ein Schritt fehlt bis zum Finale. Wir wussten, dass die sich hier reinfighten werden. Die haben jetzt in den letzten Jahren immer es mal wieder ins Halbfinale geschafft und letztes Jahr eine Medaille geholt. Und es ist klar, dass sie da weitermachen wollen, wo die aufgehört haben. Schon beim Auswärtssieg gegen den Kooperationspartner aus Potsdam am vergangenen Mittwoch konnten die Spandauer einen Sieg feiern. Doch beim 12-9 war noch mächtig Luft nach oben. Das war zeitweise nicht so doll. Wir haben uns am vergangenen Mittwoch ein bisschen unnötig schwer getan. Da haben wir ein paar schlechte Abschlüsse gemacht und dann gegen Potsdam ein paar Gegenkonter gefressen. Haben wir heute besser kontrolliert, waren vor allen Dingen ein bisschen konsequenter. In der ersten Halbzeit die Gastgeber etwas schwächer unterwegs, dennoch führten sie schnell. Dazu verhalf auch die Nummer 8, Nikola Dedovic. Der Serbe konnte vor allem in der ersten Halbzeit und mit insgesamt 4 Toren glänzen. Der Unterschied ganz besonders in der Abwehr deutlich. Die Spandauer ließen kaum etwas zu, einfach zu stark die Defense. Der Potsdamer Center Ferdinand Korbel mühte sich, der mit der Nummer 9 hatte es sichtlich schwer, konnte aber immerhin auch mal ein Erfolgserlebnis verbuchen. Mit einem Stand von 8-4 für die Wasserfreunde Spandau 04 ging es in die Halbzeit. Wir haben in Unterzahl 2-3 Mal schlecht agiert und von den Pfosten Gegentore bekommen. Aber das hat sich dann in der zweiten Halbzeit alles eingespielt. In der zweiten Hälfte gingen die Gastgeber dann schon etwas konzentrierter in die Partie und konnten von den Fehlern der Potsdamer profitieren. Vor allem die Nummer 5, Tiberiu Negrean und Ben Reibel mit der Nummer 10 wussten offensiv zu überzeugen. Das war dann mitunter ja auch schon ein Klassenunterschied. Die Männer mit den weißen Kappen hatten ihre liebe Mühe, die Tore der Spandauer häuften. Und das auch ohne Kapitän Marco Stamm, der zur gleichen Zeit Spandaus Frauen als Trainer im Playoff-Halbfinale in Hannover betreute, dominierten die Gastgeber das Spiel bis zum Sieg mit 18-5. Wir wollen versuchen, Potsdam mit unserem Press unter Druck zu setzen und dann die Konter gehen, möglichst einfache, viele einfache Tore schießen. Durch den 18-5 Sieg der Wasserfreunde Spandau 04 in der Best-of-Five-Serie fehlt nur noch ein Schritt zum Finale. Das dritte Spiel gegen den OSC Potsdam am Sonntag muss noch gewonnen werden. Dann heißt es Finale um die deutsche Meisterschaft.